Da ich nicht wirklich die Lust habe, mir irgendwie ein Intro einfallen zu lassen, fange ich heute direkt an und wir kommen mal wieder zu einem Kamera Deep Dive und heute ist es das Samsung Galaxy Note 10 und 10 Plus, das dran glauben muss. Ich habe beide jetzt schon seit ein paar Tagen. Bevor es allerdings den eigentlichen Test gibt, gibt es heute erstmal eben den Test zur Kamera und da muss ich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Konkurrenz so viel stärker geworden ist oder Samsung sogar einen Schritt nach hinten getan hat. Denn im Vergleich zum S10 wirkt das für mich bei weitem nicht mehr so überzeugend im Vergleich zur Konkurrenz. Und das werdet ihr eben sehen, weil ich habe eben die letzten Tage sie schon benutzt und aber auch gerade heute nochmal eine recht lange Session gemacht. Mit allerdings, weil ihr das ja immer wollt, im Vergleich das OnePlus 7 Pro und eins, das ich ja von der Kamera sehr mochte, gerade vorne, wobei ich eben nur auf die Hauptkamera dort bei den ganzen Handys eingehen werde, das Zenfone 6. Also es gibt sehr, sehr viele Bilder. Lowlight, alles ist dabei, aber eben auch sehr, sehr viele Videos, weil ja gerade Samsung bekannt ist für meiner Meinung nach zumindest bisher die beste Videoqualität, was zumindest noch für die Hauptkamera der Fall ist. Bei der Frontkamera sieht das ein bisschen anders aus und allein da gibt es schon über 15 Minuten Content. Würde ich sagen, jetzt schauen wir uns allerdings mal die Fotos ein bisschen genauer an und jetzt kommen wir erstmal zu den normalen Fotos, bevor wir dann später zu denen im Vergleich zu den anderen Handys kommen. Würde ich sagen, fangen wir mit dem, ja, für mich leicht enttäuschenden Part an der Frontkamera. Allerdings noch nicht bei normalen Lichtverhältnissen, denn jetzt zum Beispiel, wie jetzt draußen, seht ihr schon eine gute Schärfe, auch wenn es mich nicht umhaut. Ich habe das schon irgendwie besser gesehen von Samsung und dummerweise habe ich jetzt eben kein S10 oder so da, wo ich es direkt hätte vergleichen können, aber wenn ich mir meine Samples von früher ansehe, allerdings unter anderen Bedingungen, da sah das eben besser aus. Wir haben immer noch den eben, ja, so Groupie-Mode und auch den Selfie-Mode, also ein bisschen näher, wobei ihr seht ja schon, der Unterschied ist nicht groß. Gibt es dann, was mir eigentlich relativ gut gefällt, diese Extra-Modi mit dem Live-Fokus. Ihr seht schon eben mehr Blur hinten oder dann eben auch zum Beispiel dieses Grau aus am Mann und so. Aber ansonsten, Farben sind okay, wobei ich generell sagen muss, gerade bei Kunstlicht, da gefallen mir die Hauttöne nicht wirklich. Das seht ihr dann gerade bei dem Video, habe ich mir jetzt bei den Fotos gespart. Sorry, aber ich muss dann doch kurz einhaken, denn wenn ich schon behaupte, dass die Bilder gerade bei Kunstlicht oder auch bei Lowlight nicht gut sind, dann sollte ich das auch beweisen. Die Bilder hatte ich jetzt leider nicht in dem Ordner, als ich den Test gemacht habe, deswegen schiebe ich das jetzt kurz nach. Also bei dem Bild sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Gucken wir ein bisschen genau hin, sehen wir schon, dass es bei weitem nicht mehr so detailliert aussieht, wie es damals noch bei dem S10 der Fall war. Und man sieht auch schon Ansatz, dass die Farben nicht ganz so passen. Bei dem nächsten Bild dann umso mehr. Also hier geht's noch, wird es dann hier schon wieder dieses komisch Orangene und auch die Details und die Schärfe lassen zu wünschen übrig. Das sieht man dann gerade auch beim Hintergrund hier bei dieser Schaumstoffwand. Die sollte nochmal ein bisschen mehr Struktur und Details aufzeigen, was sie eben nicht macht. Bei dem nächsten Bild dann, wenn es jetzt eben um Lowlight geht, da zeigt sich eben die echte Schwäche. Es wird extrem soft, sieht schon aus, als ob man Filter aufgepackt hat, habe ich aber nicht. Ich habe das extra nochmal nachgecheckt. Dann bei dem Bart die Details, Detailwerk, auch die Farben und probiert man dann den Nachtmodus, ja, das sieht meiner Meinung nach extrem krank und auch furchtbar aus, also krank vom Gesichtston her, muss ich einfach sagen. Also das haben sie nicht gut hinbekommen. Auch hier schon wieder, das sieht nicht natürlich aus. Auch der Übergang hier mit hell und dunkel. Hier sieht man es dann, also da fängt es dann relativ stark an, meiner Meinung nach, Details irgendwie ja, zu verschmieren. Also da ist das Post-Processing nicht mehr so, wie es sein sollte. Auch wieder der Nachtmodus, der mich hier absolut nicht überzeugt. Und dann zum Beispiel die leicht weitere Kammer vorne, ja, die zeigt eben, dass es sehr, sehr soft aussieht und allgemein nicht wirklich ansprechend. Also ich bin von der Selfie-Kamera nicht wirklich angetan. Ansonsten die normale Details sind da, Schärfe ist da. Es wirkt nicht irgendwie künstlich überschärft oder so weiter. Da wirken auch dann die Farben okay. Okay, generell muss ich sagen, Samsung ja tendiert ein bisschen wärmere Bilder zu produzieren, auch leicht gesättigt. Aber das werden wir dann später noch im Vergleich sehen. Auch hier gibt es eben noch diese Farbmodi, wie ihr schon sehen könnt. Also ob das jetzt unbedingt immer praktisch ist, ist was anderes. Ansonsten auch hier wieder noch ein Bild. Kommen wir jetzt kurz schon zu Lowlight. Da muss ich sagen, gerade wenn wir die zwei Bilder nebeneinander setzen, also den normalen Modus und eben den Nachtmodus, der im Prinzip auf den ersten Blick für mich ganz gut aussah, muss ich sagen, hat sich das ein bisschen geändert, denn auf den ersten Blick natürlich sieht es deutlich heller aus, das hier mit dem Nachtmodus, aber das ist so wieder dieser Modus, wo ich sagen muss, wo einfach nur aussieht, als ob einer ein riesen Licht drauf scheinen lässt und zum Beispiel gucken wir uns mal die Details an, also wir bekommen ja minimalst mehr, aber wirklich viel ist das auch nicht. Und dann bei den anderen Bildern hier muss ich sagen, okay, generell sieht es hier ein bisschen lebendiger aus und ihr bekommt im Dunkeln auch definitiv mehr Details, aber mehr Schärfe, was ich persönlich gerne hätte, kriegt ihr nicht, aber kann man ja auch direkt nicht unbedingt erwarten, glaube ich, weil wo soll die extra Schärfe herkommen? Durch das Stacking allein passiert es nicht. Aber Details bekommt ihr. Also es ist ein guter Nachtmodus, denn auch hier sieht es zumindest sehr, sehr dunkel.
hat es das auch relativ gut hinbekommen mit dem Noise. Sieht halt wieder stark hingeleuchtet aus. Aber was mir dann zum Beispiel bei dem Nachtmodus relativ gut gefällt, ist, dass der auch bei der Weitwinkel- und auch bei der Zoom-Kamera funktioniert. Wobei, dann müsst ihr eben aufpassen, dass ihr echt nicht wackelt, sonst wird die Sache recht schnell, ja, nichts mehr. Aber ansonsten auch hier, schon wieder hier zu sehen, gerade das ist das Problem bei mir. Weil ihr eben bei dem Nachtmodus stillhalten müsst, passiert es eben auch oft, dass ihr dann unschärfere Bilder habt als ohne. Klar, sie sind ein bisschen heller, wobei es jetzt in dem Augenblick jetzt nicht wirklich rausreißt, habt ihr dadurch eben sehr, sehr oft auch, ja, unscharfe Bilder. Ob es das dann unbedingt wert ist, es zu riskieren, ja, das müsst ihr sehen. Ansonsten auch schon wieder hier zu sehen, also auf den ersten Blick bekommt jetzt keinen Riesenvorteil. Man sieht hier ein bisschen weniger Details als hier, aber Schrift wieder, ja, sogar hier wiederum besser als dort. Und das ist eben so das generelle Bild. Da muss ich nicht wirklich viel irgendwie zeigen. Das ist so ein durchgehender Faktor. Also ich würde sagen, wenn ihr sehr, sehr ruhige Hände habt oder ein Tripod, dann solltet ihr ihn ruhig nehmen. Aber ansonsten muss es nicht unbedingt sein. Würde ich sagen, kommen wir jetzt allerdings eben zu dem für mich spannenden Part und der wahrscheinlich vielen Leuten die Augen öffnen wird. Das ist die Hauptkamera, die, ja, ich eigentlich immer der Meinung war, ein Stückchen besser als viele andere. Und ich habe ja auch extra zum Beispiel dem OnePlus keine 5 Sterne gegeben, weil ich dachte, ja, ein Samsung ist dann nochmal besser. Ja, also sieht ein bisschen anders aus. Okay, nur damit jetzt eine Sache klar ist. Samsung Galaxy Note 10 immer in der Mitte. Links dann immer das OnePlus 7 Pro und rechts das Asus Zenfone. Ich zeige euch die Bilder erstmal kurz, wie sie eben in Normalgröße aussehen. Also zum Beispiel gehen wir mal auf eine normale, so wie hier. Und dann gehen wir ein bisschen näher rein, um eben ein paar Details genauer zeigen zu können. Wie zum Beispiel schon mal hier. Beim Samsung ist das ein bisschen komischerweise blass geworden. Das sieht bei den anderen ein bisschen besser aus. Und was eben generell schon wieder zu sehen ist bei OnePlus, ist, dass die gerne zu viel Kontrast benutzen. Das bekommt das Note hier deutlich besser hin. Aber gefällt mir gerade bei diesem Bild, muss ich sagen, beim Samsung, bei dem Zenfone am besten. Also schönster Kontrast mit den besten Details, aber das ist ja nur eins von vielen Bildern. Seht ihr das gleiche dann im Prinzip auch hier. Farben. Generell bei allen relativ ähnlich und es ist maximal, dass Samsung wohl ein bisschen raussticht, weil es eben leicht wärmer ist und vielleicht teilweise Farben ein bisschen stärker betont. Jetzt zum Beispiel hier auch zu sehen, das Lila hier ist bei dem Zenfone generell etwas, was im Hintergrund ein bisschen verwaschen wird. Bei OnePlus in diesem Fall allerdings auch. Das OnePlus hat immer noch so die Macke, dass manche Bilder einfach sehr, sehr leblos aussehen. Und manche, wo dann HDR benutzen, dann deutlich schöner. Also beim OnePlus habt ihr, wenn gutes Bild, wirklich ein sehr, sehr schönes, aber wenn es dann halt nicht so hinhaut, dann ist es ein bisschen tot. Ansonsten seht ihr hier wahrscheinlich am besten der Himmel. Ich muss sagen, generell sieht er beim Samsung am ansprechendsten aus, aber am natürlichsten dann eher beim OnePlus, wenn es das hinbekommt. Bei dem Zenfone dann auch relativ ähnlich, wobei das dann ein paar andere Probleme hat. Wäre das jetzt die Weitwinkelkamera? Und gehen wir mal näher. Seht ihr schon direkt, das Samsung ist ein bisschen weiter, deswegen auch ein bisschen kleiner hier das Bild. Ja, Zenfone hat keine wirklich gute Weitwinkelkamera. Ihr seht es hier an der Schärfe, das bekommt das OnePlus schon ein gutes Stückchen besser hin. Aber dann, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel auf die gleiche Größe gehen, also hier, das und jetzt hier, hat definitiv das Samsung die beste Weitwinkelkamera. Also deutlich schärfer. Details seht ihr hier auch gerade bei dem Baum, sind einfach besser. Aber Farben, wenn ihr schon seht, sehr, sehr ähnlich. Kontraste sehr, sehr gut. Okay, wieder mal der generelle Unterschied. Das hat dann das eben auch besser hinbekommen. Wieder mal das Samsung, weil es eben durchgehenden Fokus hat. Das OnePlus hat das ja irgendwie nicht ganz so drauf. Da hat es gerne mal außenrum was verwaschen. Ansonsten hier das Ganze jetzt mal im normalen Modus. Und jetzt wird die Sache doch schon deutlich näher, denn jetzt sind alle drei auf dem fast gleichen Level von der Schärfe. Samsung sieht ein bisschen besser aus, wobei das könnte man teilweise auch schon als Überschärfen durchgehen lassen. Aber es sind einfach mehr Details da. Das sieht man eben hauptsächlich hier. Also es sind hier ein paar Texturen mehr sichtbar als das, was beim OnePlus komplett verwaschen geht. Und sogar, wenn allerdings ein bisschen auch verschwommen, bei dem Zenfone recht gut dargestellt wird. Und das ist eben das, was mich ein bisschen schockiert hat bei den Bildern, als ich sie mir angesehen habe, um damit ich sehe, dass ein Note, ein eben 1000-Euro-Handy oder teurer, ja, von Handys, die knapp die Hälfte kosten, wie dem Zenfone, ja nicht wirklich, ja, überlegen ist. Also hier zum Beispiel, okay, das ist jetzt wahrscheinlich ein Ausnahmebild, denn hier sieht das Samsung in der Mitte deutlich unschärfer aus im Zoom-Modus, wo allerdings definitiv ein sichtbarer Vorteil ist bei dem OnePlus, weil es eben die leicht bessere Zoom-Kamera hat. Ja, es ist ja kein offizieller Dreifach-Zoom, aber ich habe es mit Zweifach, um es bei allen gleich zu halten, gelassen. Und es ist einfach schärfer. Es hat mehr Details. Ihr seht mehr Texturen. Und das Ganze vom Detailgrad ist besser. Auch vom Kontrast, da gefällt es mir, was es macht. Also, wie schon gesagt, das, ja, zu starke Kontrastieren von OnePlus ist etwas, was ich durchaus teilweise mag.
Okay, hier dann wieder. Ja, hauptsächlich eben der Himmel, wo man den Unterschied sieht. Schaut man sich jetzt den ganzen Rest so an, bei der Weitwinkelkamera ist jetzt der Unterschied nicht so groß wie bei manchen anderen Bildern. Ja, generell Zenfone ein bisschen verwaschen, kann da nicht mit den anderen zwei mithalten. Aber bei der Hauptkamera dann, wenn wir zurück auf die gehen, dann sieht die Sache schon wieder deutlich enger aus, was sie nicht sein dürfte. Also seht schon, also Schärfe, Details sehr, sehr ähnlich, Farben. Ja, Natürlichkeit der Bilder, das sieht alles, ja, zu ähnlich. Da muss ein größerer Unterschied sein bei dem Preis. Aber ja, generell machen alle sehr, sehr zuverlässige Bilder. Wie schon gesagt, ganz leicht hinterher. Das liegt allerdings meiner Meinung nach am Processing, ist das Zenfone. Da könnte man meiner Meinung nach mit Software noch ein bisschen mehr rausholen. Ja, hier schon wieder zu sehen, OnePlus sieht ein bisschen tot aus. Schauen wir uns das nochmal an. Da sieht man es dann auch wieder auf den ersten Blick. Sieht dann hier das Zenfone ein bisschen verwaschen aus. Wobei, wenn wir näher rangehen, ist der Unterschied jetzt gar nicht mal so groß. Was mir dann generell hier in dem Fall wieder bei dem Samsung nicht gefällt, es ist zu warm. Der Farbton ist einfach falsch. Also Farbtöne ist etwas, was das OnePlus sehr gut hinbekommt. Das Samsung allerdings relativ schlecht. Hier auch schon wieder Himmel hauptsächlich. Schärfe, okay. Da ist das Zenfone wieder ein bisschen softer. Die anderen zwei neigen da eher zum Überschärfen. Also ihr seht schon gerade, hier ist bei der OnePlus eigentlich keine Textur sichtbar, wo das Samsung eben doch ein bisschen mehr aufnimmt. Und das ist eben nicht durch Überschärfen da, das ist einfach, weil es ein bisschen mehr Details aufnimmt. Also leicht besser ist es, aber wer zoomt schon so rein? Ich zeige das ja nur, um wirklich die kleinsten Details auch zu zeigen. Auch schon wieder hier, um ein bisschen jetzt irgendwie Dynamic Range zu zeigen. Sehen wir uns das Ganze mal oben an. Also Himmel haben sie alle drei recht gut hinbekommen, ohne ihn zu verwaschen. Auch zum Beispiel den Part hier haben eigentlich alle ganz gut hinbekommen. Da ist das Samsung ein bisschen schärfer, das den Fokus auch weiter nach hinten gesetzt hat, was ich eigentlich nicht wollte. Denn gucken wir uns jetzt mal den Steg an. Der ist bei dem OnePlus relativ gut scharf, bei dem Zenfone und dann relativ matschig bei dem Samsung. Also da, ja, also da hat es das nicht ganz so gut hinbekommen. Dann schauen wir uns das nochmal kurz an. Auch hier schon wieder gibt's nicht viel zu sagen. Generell sehr gute, gleichmäßige Bilder. Das einzige Bild, wo es vielleicht ein bisschen raussteht, der Samsung, ist zum Beispiel hier, wo es einfach das Schloss mit Abstand am schärfsten hinbekommen hat. Mit, wenn wir hier mal gucken, einen recht schönen Blur. Ja, lag ein bisschen blöd im Schatten, muss ich sagen. Aber hier, das hat es wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Da sieht man eben nochmal deutlich mehr Kratzer und Details. Das haben die anderen in diesem Falle zumindest nicht so gut hinbekommen. Und nur damit ihr eins wisst, HDR Auto war bei allen eingeschaltet. Also das habe ich einfach die Kamera übernehmen lassen. Was man dann zum Beispiel auch bei der OnePlus hier wieder sieht. Einfach zu viel Kontrast. Hier geht zu viel in dunklen Passagen verloren. Gerade bei diesem Baum zu sehen, wo bei den anderen zwei noch relativ gut was da ist. In diesem Falle sieht das Samsung jetzt ein bisschen blass aus. Gefällt mir hier eigentlich am besten beim Samsung, bei dem Zenfone. Auch von der Schärfe, vom Detailgrad und so. Also teilweise wird das Samsung, auch wenn minimalst, von deutlich günstigeren Handys ausgestochen. Jetzt noch mal kurz auf die Zoom-Kamera zu sprechen. Also das ist jetzt noch die normale. Ihr seht schon, hier ist eben das leicht kräftigere bei den Farben sichtbar bei dem Samsung im Vergleich zum OnePlus oder noch mehr verwaschen eben bei dem Zenfone. Schrift dann hier zum Beispiel bei dem Zenfone in dem Moment am schärfsten. Das wirkt dann allerdings bei dem OnePlus. Aber wenn wir jetzt eben zum nächsten Part kommen, wo eben zweifach Zoom benutzt wird, seht ihr wieder direkt, auch wenn der Unterschied jetzt nicht ganz so groß ist, dass das OnePlus da einen leicht besseren Job macht. Also die Schrift von dem Lomberg, gehen wir mal näher ran, ist jetzt zwar hier nicht ganz so, ja, detailliert, aber dafür detailliert für den stört. Ja. Also, das war's dazu. Dann nochmal hier. Hier hat das OnePlus den besten Job gemacht, denn Zenfone und Samsung lassen diesen Schatten hier einfach zu gering aussehen. Das war deutlich korrekter hier. Deswegen habe ich das Bild auch so geschossen, damit man die hellen Parts sieht. Und das haben die zwar hier eher verwaschen, also dass es eher gleichmäßig aussieht. Der Kontrast hätte härter sein sollen. Das hat es dann in diesem Fall besser hinbekommen. Und abschließend hier eben nochmal ein Bild, wo ihr eben nochmal ein paar Farben sehen könnt, ein paar Kontraste und so weiter. Würde ich allerdings sagen, ja, wäre es das dabei. Fasse ich das Ganze jetzt noch mal kurz zusammen. Selfie-Kamera, wenn sie die Hauttöne ein bisschen besser hinbekommen, dann würde ich 5 Sterne geben. Aber weil sie die in vielen Situationen, gerade im Lowlight-Bereich, so verhauen haben, gibt es dafür nur 4,5 Sterne. Dann, Lowlight macht es einen guten Job, aber keine herausragenden 4,5 Sterne. Potenzial ist da, aber es ist noch kein Huawei oder so, oder ein Pixel. Dann, Hauptkamera.
kann ich diesmal keine 5 Sterne vergeben. Denn sonst wäre meine Wertung von dem Zenfone oder auch bei dem OnePlus einfach falsch gewesen. Denn die haben 4,5 Sterne bekommen und ihr habt gesehen, wenn es teilweise minimal besser war, das Samsung, dann definitiv nicht einen halben Stern rechtfertigen. Deswegen, das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal seit langem, weil ich auch die Kameras ein bisschen genauer teste, dass ich sagen muss, Samsung hat den Vorteil entweder verloren oder, wie schon gesagt, nachgelassen, was für mich eher der Fall zu sein hat. Also ich glaube, hätte ich ein S10 direkt benutzt im Vergleich ein S10 Plus, dann hätte das besser abgeschnitten. Ist allerdings jetzt nur so ein Bauchgefühl. Vielleicht bin ich aus irgendeinem Grund ein bisschen enttäuschter von der Note-Kamera, als ich dachte. Aber die Hauptkamera ist auf jeden Fall sehr gut. Natürlich, ja, okay, G-Cam in diesem Fall nicht nutzbar, aber generell sehr zuverlässig, gute Bilder. Ihr habt es gesehen, also so unnatürlich sind die Farben nicht mehr, wie es mal früher den Anschein hatte, leicht tendenziell eben wärmer, aber die Unterschiede, habt ihr ja gesehen, sind bei weitem nicht mehr so groß. Dann, was gibt es noch zu sagen? Bei der Weitwinkelkamera hat es den Vorteil, da ist es definitiv noch ein gutes Stückchen besser als die Konkurrenz. Bei der Zoom-Kamera allerdings, ja, absolut nichts Besonderes mit einem Zweifach-Zoom, der sowieso nicht so praktisch ist. Da macht dann OnePlus mit einem Dreifach-Zoom schon ein deutlich besseres Bild. Und wenn wir schon von Bild reden, Videos, ich habe sehr, sehr viele Samples dran gehängt im Bereich Selfie, wo ich sagen muss, da bin ich absolut enttäuscht von den Farben und bei Lowlight. Denn sonst habt ihr gutes Licht, sind die Farben schön, aber ihr habt eine sehr, sehr gute Stabilisierung. Ihr habt eben einen Crop, der angenehm ist. Ihr habt einen sehr, sehr guten Ton. Also dabei ist es voll zu überzeugen. Aber sobald ihr eben in nicht optimale Bildverhältnisse kommt, also Lichtverhältnisse, bei Lowlight oder gerade eben Kunstlicht, was da mit den Farben passiert, was da mit dem Kontrast, mit der Nachbearbeitung passiert, das ist absolut nicht okay. Also auch da, deswegen gibt es deswegen, obwohl ich sonst mit der Stabilisierung, bei der Bildqualität durch Autofokus und so weiter eigentlich locker 5 Sterne vergeben würde, müsste ich den hier einfach wieder abziehen, den halben. Obwohl es generell schon besser ist als die anderen zwei, aber Lowlight, also geht. Also wenn ich schlechte Farben haben will, total unnatürliche Farben, komische Orangetöne im Gesicht, dann kann ich auch mal ein Plus 7 Pro nehmen. Ansonsten, Video, die Hauptvideokamera ist top und gerade 60 Frames ist für mich das absolute Highlight. Wenn ihr jetzt einen Gimbal hättet, und ich muss sogar sagen, aus irgendeinem Grund, dadurch, dass 60 Hertz mit dem optischen, mit der Stabilisierung so super flüssig ist, wenn ihr ruhige Hände habt, ist das teilweise schöner stabilisiert, muss ich sagen, als 4K 30. Denn 4K 30 wirkt relativ künstlich und ihr seht auch diese Bewegungen. Das ist im Wald jetzt ein bisschen extremer sichtbar als vielleicht auf dem normalen Boden, ist bei vielen Kameras auch so der Fall, aber wenn ich da jetzt eben 4K 60 nehme, sieht das so gestochen scharf aus, so flüssig, wobei ich dann aber auch erwähnen muss, ihr seht es in den Live-Focus-Videos, dass das teilweise ein bisschen Ruckel anfängt. Das liegt daran, weil das Gerät verdammt schnell, verdammt heiß wird, sobald ihr irgendwie ein bisschen mehr Power beansprucht bei Videos. Also das im Auge behalten, also allzu lange, vielleicht gerade mit den Effekten werdet ihr 4K-Videos nicht hinbekommen. Wenn es ganz normale sind, also 4K 60, 4K 30, ohne dieses Live-Fokus, dann haut die Sache noch recht gut hin und da ist die Qualität top. Low-Light dann allerdings, ob es jetzt Selfie ist oder normal, seht ihr schon, bricht stark ein. Also da haben sie meiner Meinung nach wieder ein bisschen nachgelassen. Und ja, Hauptkamera kriegt eben beim Video 5 Sterne, das ja aber nicht bei den Fotos. Und generell, wir bekommen sehr, sehr viele Features. Weitwinkel, Zoom. Bei der Frontkamera bekommen wir auch noch einen leicht weiteren Modus. Also, es bietet sehr, sehr viel. Aber wenn es jetzt nur auf die Core-Qualitäten geht, ja, ist der Unterschied definitiv keine 500 Euro, vielleicht sogar plus wert. Oder hier 300, 400, je nachdem, ob ihr es jetzt importiert kauft oder nicht. Also, da muss ich sagen, es ist für ein Flaggschiff für mich eine Enttäuschung. Natürlich sieht man das jetzt als Ganzes. Ist es absolut noch eine überzeugende, absolut noch eine Top-Kamera. Aber es ist nicht mehr das, was Samsung für mich mal war. Denn hätte mich einer vor ein, zwei Monaten gefragt, beste Kamera, hätte ich immer gesagt, für Videos, für Selfies, für das, für das, für das. Habe ich immer in der Vergangenheit ständig Samsung gesagt. Also S10 in diesem Falle oder Note 9 und so. Das sieht jetzt bei dem Note 10 anders aus. Also da, gerade wenn ihr Selfies machen wollt oder Selfie-Videos, das Zenfone hängt das um Längen ab. Aber auf die ganzen Dinge wollte ich noch gar nicht eingehen. Also, ja. Deswegen schaut euch jetzt noch die Samples an und das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ihr irgendwas vermisst habt, lasst es mich wissen. Falls irgendwas Overkill war, auch. Wobei ich weiß, dass ich in der Zeit, die ich für den Test genutzt habe, eigentlich noch mehr rein hätte packen können. Aber effektiv war ich noch nie. Okay, jetzt die Samples und ich sag ciao.
So, das wäre jetzt der Front-Videotest innen vom Note 10. Und jetzt möchte ich euch mal eine üble Sache zeigen. Das hier. Also der Übergang kurz in dieses Zimmer. Das hier. Was für eine Farbe soll es darstellen? Naja, egal. Türe zu, dass wir auch den Lowlight-Test machen können. Im Dunkeln. Ja, also Qualität lässt stark nach. Also die Kamera hier ist nicht so besonders. Sehr grisselig und soft. Crop an sich muss ich sagen, geht. Ihr müsst allerdings aufpassen, dass das Mikro nicht blockt. Aber in so vielen Situationen hier sehen irgendwie die Farben so falsch aus. Und ich muss sagen, ich weiß nicht. Also wenn ich nah rangehe und gerade bei super Lichtverhältnissen, da sah die Kamera auch echt top aus. Aber ich muss sagen, die Hauttöne und die Farben allgemein sehen so kitschig aus und so total daneben irgendwie. Und gerade bei Kunstlicht wird es dann eben noch mal schlechter. Dafür ist allerdings das Mikro dann wieder absolut top, super Klangqualität. Also besser geht es im Prinzip nicht mehr. Also ich bin ja mixed. Okay, das wäre jetzt mal dann der Vlogging-Test in 4K. Kann ja das Note 10. Allerdings habe ich jetzt noch beide Hände am Handy. Das heißt, es sollte jetzt noch relativ stabil sein. Wenn was wackelt, dann bin ich's. Setze ich es jetzt mal ein bisschen um. Benutze es jetzt mal in einer Hand, wie man es eher zum Vloggen machen würde. Wackelt natürlich mehr, weil man das schlechter ausgleichen kann. Ja, man sieht so kleine Mikrozuckel, die man dann allerdings vielleicht auf dem Endvideo dann nicht sieht. Bin ich mal gespannt. Jetzt halte ich es mal mit der anderen Hand. Bin allerdings auch gespannt, wie bei ja, guten Außenverhältnissen das Video aussieht. Denn alles Indoor hat mich absolut gar nicht überzeugt. Der Crop hier, muss ich dann sagen, geht auch völlig in Ordnung dafür, dass es stabilisiert ist, weil es halt eine doch recht weite Linse hat. Aber ne, also ich bin mir relativ sicher, dass das ja, S10 da besser war. Nach allem, was ich an Vorher-Samples gesehen habe. Vorher. Was es dann diesmal übrigens auch noch gibt, ist Live-Video-Fokus. Das heißt, ihr könnt diese ganzen Effekte auch benutzen für Video. Und das zum Beispiel, muss ich sagen, hier sieht schon echt gut aus. Also das ist ja im Prinzip so ein leichter Unscharfeffekt. Der Ausschnitt selber ist jetzt vielleicht nicht immer perfekt, aber auf die Schnelle, weil es eben nicht zu extrem geht und so, muss ich sagen, sieht der Effekt ganz gut aus, vor allem weil er dann halt einen deutlich unschärferen Hintergrund hat. Also muss ich sagen, gefällt mir. Gucken wir uns mal kurz die anderen an. So, das wäre jetzt großer Kreis in der Standardeinstellung. Nee, das ist viel zu heftig. Sieht doch extrem unsauber aus auf dem Video, aber ja, das kann man vergessen. Das jetzt wäre Farbpunkt. Muss ich sagen, der gefällt mir sehr gut. Also gerade wenn jetzt extrem viele bunte Sachen im Hintergrund sind und ihr wollt halt praktisch nur euch zeigen, hat es was. Also natürlich, der Ausschnitt ist auch nicht perfekt. Ich muss allerdings noch mal gucken, ob es denn auch flüssig ist, weil auf dem Viewfinder sieht das nicht aus, aber ich glaube, in Realität soll es besser sein. Aber das hat definitiv was, muss ich sagen, dieser Effekt. Hat was Gutes und funktioniert auch wirklich ganz gut, muss ich sagen. Der letzte ist allerdings ein bisschen komischer Modus. Gucken wir uns den mal kurz an. So, das wäre jetzt Flackern. Naja, okay. Falls ihr mal irgendwie ja, einen witzigen Effekt haben wollt, probiert es mal aus. Gerade wenn jetzt vielleicht nicht so gleichmäßige Dinge im Hintergrund sind wie jetzt ein Wald, sondern irgendwie eine Großstadt, könnte es vielleicht ganz abgefahren wirken. Aber ja, bleiben wir bei der normalen Modi, glaube ich. Und genau zu diesem normalen sind wir jetzt auch wieder übergegangen. Ja, also ihr braucht schon Licht für gute Qualität. Aber schauen wir uns gerade nochmal die Unschärfe an. Also behaltet das jetzt mal im Hintergrund oder ja, im Hinterkopf. Und jetzt eben das. Also es ist definitiv blurrier geworden und der Ausschnitt drumherum, dadurch, dass er ja weich gezeichnet wurde, funktioniert. Also das finde ich eine echt schöne Option. Ist zwar auch nur eine Spielerei am Ende des Tages und es kommt auch an, wie stabil das Ganze ist und die Qualität selber, aber ja. Tja, Frontkamera im Dunkeln.
Samsung meinte, wir machen sie ein bisschen schlechter, merkt eh keiner. Nee. Quali ist halt nur für die Tonne im Dunkeln. Was früher eigentlich gut war, allgemein, die Frontkamera ist mies. Weil, ja, machen wir sie ein bisschen schlechter, dafür kriegt man ein kleineres Loch hin. So, das wäre jetzt 4K 60. Mal zum Checken, wie stabil das aussieht. Hier gibt es noch keine Möglichkeit, übrigens die Zoomstufen zu ändern. Das geht nur in 4K 30 und abwärts. So, und jetzt mit 4K 30 können wir dann auch gleich die Zoomstufen testen. Aber erstmal kommen wir jetzt zur Stabilisierung. Ihr seht sie ja schon. Eine Verzögerung auf dem Display ist definitiv sichtbar, um eben zu stabilisieren. Und ich bin mal gespannt, wie es dann eben auf dem Monitor aussieht. Gehen wir jetzt mal auf Weitwinkel. Ja, sieht ganz cool aus. Vom Effekt her. Nicht allzu viele Handys können ja Weitwinkelvideo. Aber hier gibt es eben auch noch Zoom. Mit dem Zweifach-Zoom. Wie sinnvoll oder hilfreich das jetzt ist, lassen wir mal dahingestellt. Gehen aber jetzt mal wieder zurück zu normal. Ja, passt das mal.